Willkommen zurück zu Destiny. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Hier unten ist zwar schon das Grabschiff, aber da möchte ich eigentlich erst hin, wenn ich meinen neuen Fokus habe. Und deswegen machen wir erstmal hier mit dem Aufblitzen in der Finsternis weiter. Ja, bisher war es ja ganz gut. Mal gucken, was uns weiterhin erwartet. So, auf geht's. Freistadt. Wie oft waren wir da schon? Was bedeutet es, ein Warlock zu sein? Macht. Nur Warlocks kennen wahre Macht. Wahre Macht liegt im Wissen, im Verstehen. Kraft kanalisieren, statt kontrollieren. Der Sturm ist rohe Kraft und die Trance ist wahres Verstehen. Beides ist erforderlich. Die Sturmbeschwörer sind also gleichzeitig Frage und Antwort. Und das bedeutet es, ein Warlock zu sein. Ja, die wahre Macht kennt nur der Warlock. Ich glaube, das ist die Mission jetzt, wo wir unseren Fokus bekommen. Weil wenn ich schon so anfange mit dem Sturmbeschwörer... Meine Verborgenen haben einen mächtigen Vex, einen Konduktivgeist unter den Ruinen von Freistadt entdeckt. Er besitzt die Arkusquelle, die du brauchst. Finde ihn. Wird nicht einfach sein. In den Tunneln von Freistadt wimmelt es nur so von Vex. Gut. Stürme entstehen aus Konflikten. Gut, los geht's. Ich will meinen Fokus. Natürlich. Was wollt ihr Eulen Wächs denn schon wieder hier? Ja. Nein, die sind auch ganz schön aggressiv. Gib halt mal Ruhe hier. Weg damit.
fragt sich, wie weit wir jetzt hier unten rein müssen. Schrecke nicht vor der Dunkelheit zurück, Hüter. Was machen denn Kabale hier unten? Das ist doch Wächsgebiet. Stehen. Die da unten überhaupt sehen. Die ollen Kabalen. Aber schade, dass wieder eine alte Map ist. Ikor, da unten ist eine ganze Armee. Du musst es überwinden. Sie wollen dich davon abhalten, zu ihrem Meister zu gelangen. So. Das ist das Hauptziel. Ein Drop. Konstrukte sind komplett mit Arcus-Energie aufgeladen. Die ganze Gegend hier ist davon gesättigt. Gut. Mache den Konduktivgeist ausfindig. Du bist erst fertig, wenn sein Arcus dir gehört. Dann such mal den mal. Unseren Konduktivgeist.
Der ist bestimmt da hinten, wo sonst die Vex ihre Konfluxe hatten und abhauen wollten. Aber ich muss sagen, die Waffe, die gefällt mir. Die ist wirklich gut zu handeln und gut zu spielen. Wie kommen denn für euch noch? Ich muss erst das Tor schließen, ne? Doch, ist schon geschlossen. Die haben wir doch alle schon mal kaputt gemacht. Jetzt sind sie wieder offen. Roboter gibt, der von Blitzen angetrieben wird, dann muss das der Konduktivgeist sein. Hat er noch getroffen? Ja. Ikora, wir haben den Konduktivgeist neutralisiert. Ich hoffe, dass du aus deiner Niederlage gelernt hast. Dann wollen wir dir mal beibringen, wie man Blitze benutzt. So, da haben wir unseren dritten Fokus. Dann bin ich mal gespannt, wie der funktioniert. Er ist noch nicht da. So, kommt jetzt noch was zum Benutzen? Da bin ich echt mal gespannt. Aha. Ich schätze mal, es geht gleich weiter, weil keine Zielfestsetzung da unten steht. Jo. Mars. Die Vex kriechen über seine Oberfläche auf der Suche nach seltenen Arkusstürmen. Sie baden darin wie in heißen Quellen. Wir haben einen an der entfernten Außengrenze entdeckt. Wenn du lernen willst, wie man den Sturm herbeiruft oder sich in Trance versetzt, dann musst du gehen. Nichts soll dir im Weg stehen. Okay, los geht's. Finde einen Weg, um deinen Verstand zu lehren, Hüter. Damit beginnt jeder Sturmbeschwörer. Yeah.
ausgerüstet. Ja, wir haben ihn noch gar nicht. Da ist er, oder? Oh, geh doch hin. Gut. Der Sturm wurde auf dich aufmerksam, aber du musst seine Loyalität gewinnen. Noch einmal. Noch einmal. Der Sturm beginnt zu gehorchen. Auf ein neues, Hüter. Dein Blitz geht seinen eigenen Weg. Eine Demonstration deiner Stärke ist angemessen. Rufe den Blitz herbei und vereine dich. Du wirst dich entweder als Sturmbeschwörerin erheben oder gar nicht. Da bin ich jetzt gespannt, wie das beim Jäger und beim Titanen ist. Das kann ja nicht gleich sein. Konzentrieren wir uns auf die Vex. Sie sind wegen des Arkus gekommen. Und Arkus sollen sie auch bekommen. Hey, cool. Und dann wird er ziemlich schnell voll. Der schwebt dabei.
ja dann immer, dass sich so schnell auflöst. Ich will einen Moment warten. Ah, der ist ja gleich wieder da. Der wird nicht cool hier durch. Das ist mein Oh, 36 schon. Du bist eine Sturmbeschwörerin. Und es steht dir gut. Natürlich. Der Sturm ist Frage und Antwort gleichzeitig. Denke daran, wenn du den Funken an dich nimmst. Und erteile diese Lektion denjenigen, die dich zu Fall bringen wollen. So. Haben wir wieder Loot gekriegt. So, anschauen, anschauen. Sturmbeschwörer. Ja, und wieder komplett leer. Ja, den versuchen wir jetzt natürlich so schnell wie möglich zu leveln. Ich habe ja noch die ganzen Pakete und die ganzen Beutezüge. Das gibt alles EP. Somit müsste man den eigentlich schneller hochbekommen. Und dann eben noch die ganzen Engramme und so weiter. Und dann schauen wir auch nochmal, vielleicht machen wir das in einer ganzen Folge, machen wir die ganzen Postpäckchen auf und lösen die ganzen Engramme ein und gucken mal mit den Stufenaufstiegen beim Kryptarchen und so weiter, wie wir da vorankommen. Gut, aber für die Folge bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus und macht's gut.